Heute präsentiere ich euch das Iberusa Park Central hier in Havanna. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You'd know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Das Iberusa Park Central liegt hier in der Altstadt von Havanna, ca. 500 Meter vom Kapitol entfernt. Das seht ihr hier hinter mir. Die Transferzeit vom Flughafen hier zum Hotel liegt bei ungefähr 20 bis 25 Minuten und hat umgerechnet ungefähr 25 Euro gekostet. Und das Schöne ist, ihr müsst nicht am Flughafen Geld umtauschen, denn das könnt ihr ganz bequem hier in der Lobby. Ja, dann lasst uns mal zusammen in die Lobby gehen. Ja, und die Besonderheit an der Lobby ist, man hat hier direkt neben der Rezeption eine Wechselstube. Hier kann man sein Bargeld umtauschen, ob Euro oder US-Dollar. Völlig egal, hier kann man alles umtauschen und bekommt hier dann die Touristenwährung hier auf Kuba, Cook, ausgezahlt. Hier in Kuba gibt es zwei Währungen, einmal für die Einheimischen und einmal für die Touristen. Und wir bekommen die CUC geschrieben, Cook, und die Kubaner haben die normalen Peso. Ja, und deswegen habe ich am Flughafen auch kein Geld umgetauscht, weil ich wusste, hier ist eine Wechselstube, bin schon im Taxi hergefahren, bin kurz hier reingerannt, habe mein Geld umgetauscht und habe den Taxifahrer bezahlt. Ja, und was in Kuba natürlich im Hotel nicht fehlen darf, ist ein Zigarrenschrank. Also hier kann man direkt in der Lobby kann man schon Zigarren kaufen, aber nicht nur in der Lobby, auch oben im ersten Stock, da ist auch ein Zigarrenladen. Ja, wenn man in der Rezeption vorbeigeht und geht kurz nach links, steht man auch schon an der El Portico Bar. Das ist die Bar hier hinter mir, hier kann man auch seinen Kaffee trinken, hier kann man Alkohol bestellen, hier kann man auch was essen, hier ist dann mittags auch mal, kann man auch mal einen Hamburger bestellen. Und es findet hier des Öfteren mal ein Live-Konzert statt, wie gerade da hinten, da ist gerade ein Geigenkonzert. Sehr cool. Ja, und oben im ersten Stock geht es auch noch weiter. Und da gehen wir mal ganz kurz hin. Ja, und hier oben im ersten Stock haben wir noch eine Bar. Und hier ist auch wieder ein Raucherbereich. Hier können die Leute sich hinsetzen, können Espresso trinken, können eine Zigarre rauchen, können hier Fernsehen gucken. Hier ist auch wie so eine kleine Sportsbar sozusagen. Hier hat man eine Couch, hier hat man Stühle. Und ja, hier ist jetzt meistens abends alles voll. Die Leute gucken Fernsehen, rauchen Zigarren, spielen Schach. Wie es halt in Kuba so ist. Und trinken Mojito. Ja, und die Tage in Havanna können extrem heiß werden. Und das Schöne ist, das Iberusa Park Central hat einen fantastischen Pool mit einer perfekten Lage. Ja, um euch den Pool zu zeigen, muss ich jetzt bis in den achten Stock fahren, denn hier oben ist die Dachterrasse. Und hier, auf der Dachterrasse, hier ist der Pool. Schaut mal hierher. Wahnsinn! Und von hier aus, vom Pool aus, habt ihr einen fantastischen Blick hier hinten aufs Kapitol. Und auf der anderen Seite auf die Altstadt von Havanna. Also ihr habt nicht nur hier diesen Hauptpool, sondern auch dahinter, hinter dem Plexiglas, ist auch noch ein kleiner Kinderbereich. Und ihr habt hier einen Whirlpool. Und der ist hier neben in diesem kleinen Häuschen drin. Und das Schöne ist, nachmittags findet hier sogar Live-Musik statt. Musik an. Ja, und wie ihr gesehen habt, die Lage vom Pool ist genial. In den Pool hier, in den könnte ich mich verlieben. Und was bei einem Städtehotel natürlich enorm wichtig ist, ist die Größe der Zimmer. Und deswegen zeige ich euch jetzt eine Junior Suite hier im Iberusa Park Central. Ja, man kommt hier rein und was ich direkt vermisst habe, ist, direkt neben der Tür, in 90% aller Fälle, ist das Badezimmer. Hier nicht, hier hängt ein Spiegel. Warum? Das seht ihr hier. Ja, zeige ich euch gleich, wo es da überall hingeht. Also, wir haben einmal hier einen kleinen Tisch, zwei Sessel dabei, eine Stehlampe, haben hier einen kleinen französischen Balkon. Gucken wir gerade mal raus. Ja, wir haben einmal hier den Blick Richtung Kempinski Hotel. Dann haben wir hier einmal noch einen Stuhl, einen Schreibtisch mit einer Kaffeemaschine dabei, eine Flasche Wasser. Kann ich nur allen Hoteliers da draußen empfehlen. Egal welche Verpflegung der Kunde gebucht hat, stellt immer eine Flasche Wasser aufs Zimmer. Mein Tipp an euch, kostet viel Geld und der Kunde ist trotzdem zufrieden. Dann gehen wir mal weiter hier in den Schlafbereich. Da haben wir hier schon als erst den Fernseher, dann auch wieder einen Schrank unten drunter. Und wir haben hier ein riesiges Bett. Tolles Bett. Mit Blick, Achtung, jetzt kommt's, mit Blick Richtung Park. Park und Kapitol. Da hinten sieht man es. Das ist das Kapitol, hier ist der Park und hier sind die ganzen Taxen, pink, blau, türkis, alles Cadillacs. Cool. So, und weiter geht's zum Bad, was ich vorhin schon vermisst hatte. Und hier haben wir die Dusche,
Wir haben hier einen Bademantel mit Slipper. Dann haben wir hier einen Föhn, Kleenex, verschiedene Kosmetikprodukte wie Shampoo, Bodylotion, Seife. Hier sogar ein Kamm. Und wir haben hier noch eine Badewanne. Ja, die Form von dem Zimmer hat es mir angetan. Man hat hier einen Ausblick, man hat da hinten nochmal einen Ausblick und ist echt cool. Also habe ich so noch nie gehabt. Schönes Eckzimmer, was keine richtige Ecke ist, weil es rund ist. Aber auch vom Mobiliar her alles schön massiv aus Holz. Gefällt mir gut. Ist nicht zu modern, passt genau hier nach Havanna. Klasse, klasse Junior Suite. Glück gehabt. Ja, und zu guter Letzt zeige ich euch noch das Hauptrestaurant und das Frühstücksbuffet. Ja, und jetzt gehe ich mit euch mal ins Hauptrestaurant. Hier findet das Frühstück statt und auch das Mittagessen und auch Abendessen. Ja, also es ist ein sehr, sehr schönes Hauptrestaurant. Und jetzt zeige ich euch mal das Frühstücksbuffet. Ja Leute, das war's von mir hier aus dem Iberostar-Park Zentral hier in Havanna. Ich kann dieses Hotel absolut empfehlen. Das Essen ist gut, die Zimmer sind groß und die Lage ist perfekt.